So, moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Minecraft. Ja, die letzte Aufnahmesession ist auch wieder ein Weilchen her, kann man sagen. Das ist immer ein Weilchen her. Ich mache immer das so schnittweise, so 4 bis 8 Folgen. Dann mache ich mal so einen Cut. Und dann nehme ich irgendwann wieder auf, damit das, ja, muss ja auch zwischendrin mal schneiden und so, kann ja nicht immer nur aufnehmen. Ja, zwischenzeitlich war ich mal kurz im Nether. Ihr seht schon, ich habe 51 Pilzleuchten gefunden. Da war ein richtig geiler Spot, da waren übelst viele. Ich bin mal so ein bisschen über die, wie nennt man das, Inseln da gekrochen. Noch ein bisschen Netherstein haben wir auch noch gesammelt dabei. Musste mich irgendwo noch durch. Also gab es eine Stelle, da musste ich mich ein bisschen durchkloppen. So. Alter, die Spitzhacke ist schon fast wieder down. Ich habe die Spitzhacke doch gerade erst neu gecraftet. Verstehe ich nicht. Naja, egal. Gut, Leute. Ich bin ein bisschen heute so ein bisschen Brain Hour, ne? Ich habe irgendwie. Heute ist. Bad Brain Day bei mir so ein bisschen. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. Ich habe heute Nacht nicht so gut gepennt, deshalb wird es heute nicht so, ja, wird es heute nicht so krass. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Ja, was ist denn heute? Was steht heute an? Ich möchte heute ganz gerne mal das Nether-Portal renovieren. Ganz richtig, ihr habt es richtig gehört. Ich möchte gerne das Nether-Portal renovieren. Das hat damit zu tun, weil ich denke, das ist einfach eine gute Sache. Das Nether-Portal ist ja schließlich. Warte mal, kann ich zufällig. Oh, passt ja. Das Nether-Portal ist ja eine gute Sache soweit. Ja, okay, dann warten wir nochmal eben ein paar auf die paar Dinge. Dann können wir den Rissigen mal wieder wegpacken. Ja, ich will halt nur jetzt mal so ein bisschen das Nether-Portal noch auffrischen. Das wäre ganz cool. Dann, ja, sieht das Ganze vielleicht noch ein bisschen schöner aus. Oh, Fischi. Okay, der stuck da einfach. Ach so, ist Tag, ja, gut. Ja, ich muss sagen, mit der Brücke, das sieht ein bisschen blöd aus von hier, aber das müssen wir halt noch ein bisschen fixieren mit ein paar Zäunen. Da, deswegen habe ich auch die Pilzleuchten geholt, weil wir beim Trampelpfad noch ein bisschen die an der Seite die Dinger setzen müssen, die sag schnell die Lampen hier so da an der Seite, so wisst ihr, wie ich meine? Vom Trampelpfad. Damit das ein bisschen besser beleuchtet ist da. Glatterstein? Ich wollte keinen Glattenstein. Kann ich Glattenstein? Hä? Wie bekomme ich denn. Ich Dummkopf, hätte ich gleich gucken können, ne? Ach so. Ups. Wir brauchen einfach nur ganz normalen Stein. Ja, man lernt aus Fehlern. Ist normal. Alles gut. Ja, nimm mal so 20 Stück. Fürs Erste reicht es. Wir brauchen aber sowieso noch mehr, weil ich irgendwann, also die nächsten 3, 4 Folgen gerne mal diesen Bereich hier noch ausbauen würde. Ja. Den hier hinten, das hier, das lasse ich erstmal so, wie es ist. Da will ich erstmal nicht weiter drauf eingehen. Ja. Weil der Bereich halt, ne? Das ist erstmal nicht so wichtig. So, das kann jetzt ein bisschen dauern. Ich kann mal eben das hier wieder weglegen. Alter, wir haben hier echt arschvoll Sachen, ne? Muss man einfach mal so sagen. Einfach dieses eine Zauntor. Hä? Wo haben wir die denn her? Hä? Das raff ich jetzt überhaupt nicht. Ich dachte, wir haben gar keine mehr. WTF? Okay. Gut. Keine Ahnung, wo die herkommen. Vielleicht habe ich die übersehen oder so. I don't know. Naja. Aber gut. Das kann man immer gut gebrauchen. Okay, ich glaube, das reicht wirklich. Obwohl, lass die mal brodeln. Die Steine. Wir brauchen ja mal ein bisschen noch. Warte mal, dann können wir gleich mal nochmal so ein Stack nehmen. Zack. Teilen wir das mal auf. Ja, ich denke, das wird auch an Stein reichen, wenn wir die Bude da ausbauen wollen. Dass das schon mal ein bisschen brutzelt, während wir da unterwegs sind. Dann hat das Ganze, ja, ist das eine schöne Sache. Dann kann man da nämlich gleich dann losstarten mit der Folge und muss dann nicht erst warten, bis das gebrutzelt hat. Ich Dummkopf hätte auch eigentlich gleich die Dings mitnehmen können, ne? Aber ich glaube nicht, dass das reicht. Diese, was waren das? 56 oder so von diesen
Weiß ich, baue so einen Trampelweg, wo laufe ich lang, einfach querfeldein, typisch von diesen Holzzäunen. Ist aber krass, wie teuer die auch einfach sind, so von sich an, ne? Ich muss sagen, es ist mir gut gelungen, muss ich sagen. Also bis jetzt finde ich das ganz okay. Die Treppen, da kann man sich drum streiten, ja. Aber ich finde es okay. Alter, mein Kopf, ne? Ich kann euch sagen, der, also das ist echt brutal, wie der rumpochert hier. Ich bin gerade so am überlegen, soll ich einfach hier den so durchziehen? Könnte man machen, ne? Ja. Ah, so sieht ein bisschen besser aus, ne? Ja, ein bisschen besser. Der Weg hier ist zwar klein, aber egal. So ist es besser. Gut, was haben wir denn hier? So, das Ding hier würde ich gerne renovieren. Jetzt habe ich natürlich nichts zum Hochbauen, ne? Keine Erde oder so. Das ist schlecht. Na, ein bisschen Sand hier. Das ist blöd, weil ich habe auch die hier nicht. Ach, jetzt wird es wieder dunkel oder was? Mann, ich wollte doch erst pennen gehen. Oh, verdammt, ich habe jetzt keine Eisenspitzhacke dabei. Ah, verfluchte Scheiße. Sorry. Oh, was? Oh. Okay, dann hätte ich das gar nicht abbauen müssen. Auch gut. Haben wir nicht vielleicht noch irgendwo ein paar Eisenbarren oder so? Oh, genau passend 3. Die muss ich jetzt leider mal mitnehmen. Hä? Ich habe gerade einen Villager-Sound gehört. Die waren doch alle weg. Oder sind die jetzt irgendwie wieder hier? Och, er schon wieder. Ja, ja. Gieß ins Dorf, wo keiner ist. Wahrscheinlich hatte die alle umgelegt, weil die eben nichts verkaufen wollten. 100 Pro. So, jetzt kann ich eigentlich nur noch mal eben schnell einen Baum fällen. Warte, was wollte ich jetzt überhaupt? Eine Axt, genau. Da brauche ich ja nicht viel für. Reicht, glaube ich, ein Baum. Den Goldblock, den möchte ich schon ganz gerne. Also den Goldblock, den lasse ich mir nicht entgehen. Bringt mir zwar nicht viel, weil ich Gold so gesehen eigentlich fast nie benutze, aber kann trotzdem nicht schaden, wenn man den mal mit abbaut. Ist ja schließlich keine Big Problem so. Man weiß ja nie, vielleicht braucht man es doch irgendwann mal. Da denkt man sich so, ach, hätte ich doch bloß. Ne, bevor das wieder passiert, ziehe ich ihn gleich ab. Ah, passt doch. Ja, so ein potthässlicher Baum. So. Passt doch. Dann können wir gleich hier den hier machen. Zack. Hö. Nein. Aus, pfui, böse. Gehen wir gleich zur Werkbank und craften uns mal einen Eisenspitzhacke. Dann können wir gleich den Goldblock mitnehmen und dann bauen wir das ganze Ding mal, umranden wir das. Theoretisch gesehen bräuchten wir das gar nicht. Also theoretisch gesehen kann man das Netherportal eigentlich so da stehen lassen. Aber da es halt schon von Anfang an da steht. Ja, ne? Ich finde die Brücke übrigens sehr schön. Klar, man könnte jetzt einfach hier so hui, ne? Aber von sich an ist ganz schön so. Was gut, dass wir dieses Scheißdorf so ausgebaut haben. Also ich finde das sehr, sehr gut. Jetzt hier könnte man vielleicht dann zum Beispiel auch noch so eine kleine Dingsfarm aufbauen oder sowas. Eine Kartoffelfarm oder so. I don't know. So, ich möchte ganz gerne davon ein paar Stöcke craften und daraus mir eine Eisenspitzhacke. Danke sehr. Gib mal her. Ich weiß, die werden wir nochmal öfters brauchen. Die werde ich auch behalten. Für Diamant und so. Ja, pack mal eben hier irgendwas weg. Ist jetzt auch egal. Oh Mann, hier muss man echt ein bisschen was. So, passt doch. Das hier kann weg. Das ist unnötig. So.
Okay, das sieht jetzt vielleicht im ersten Moment für manche ziemlich komisch aus. Ihr habt auch recht. Warte mal, ich habe da eine coole Idee. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Bin ich blöd? So, jetzt. Ich muss ja sneaken, damit das geht. Jump. Hast du? Hast du? Nee, jetzt hast du. Gut. Ja, so ein bisschen einheitlich möchte ich das doch schon ganz gerne haben. Klar hat das auch was, wenn da so ein paar rissige Steine bei sind. Obwohl, ihr habt recht. Hat halt wirklich was, ne? Dann lassen wir die da, oder? Pass mal auf, nimm mal. Mach mal den. Ich weiß nicht, den hier, ne? Wozu hat man eine Schaufel, weißt du? So, zack, zack. Okay, dann einmal. Ich weiß, Pflasterstein, aber ist mir jetzt auch erstmal egal. Die anderen Stufen haben wir zwar auch, aber das ist mir dann doch zu blöd. Warte mal, was ist das denn? Was soll das? Wie unnötig. Mach doch einfach. Also manchmal denke ich mir halt echt so ein bisschen, warum? Ja, okay, das sieht jetzt wirklich ein bisschen blöd aus, so, ne? Das stimmt schon. Dann machen wir das doch ganz einfach. Dann nehmen wir jetzt einfach den hier. Zack. Zack. Ja, okay, ist nicht wunderschön gelöst, aber besser als vorher. Auf jeden Fall. Ja, mein Gott. So. Dann kann man hier schon reingehen. Jetzt fehlt mir natürlich. Warte mal, wo kann man. Geht doch bestimmt irgendwo. So noch so eine Ziegelstufe craften. Das geht doch bestimmt irgendwie. Verdammt, davon brauchen wir noch mehr. Oh, nein. Warum nur? Oh, wie blöd. Hätte ich das früher gewusst. Jetzt habe ich gar keinen Pflasterstein, ne? Doch, zwei. Oh, das reicht nicht. Scheiße. Das macht ja auch gar nicht. Toll. Ja, was mache ich jetzt? Ja, okay, dann bleibt mir ja nur eins übrig. Ich lade jetzt nicht nochmal. Ich muss sowieso zurück, aber trotzdem. Da bleibt mir jetzt nur eins übrig. Seelaternen würde ich da oben gerne drauf machen. So einfach so. Ich glaube, das wäre auch ganz cool. Machen wir einfach den hier. Komm. Ist egal. Das geht auch fit. Lauf! Los. Alter Mann. Alter Mann vor allem. Weil er wahrscheinlich auch so alt ist. So, einmal. Zack, so. Okay, sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, gebe ich zu. Aber Hauptsache, es sitzt. Na. Komm schon. Ach, sehr gut, okay. Also ich würde einfach oben gerne auf die Kanten so Pilzblöcke, Seelaternen draufsetzen. Ja, ist noch nicht wunderschön, gebe ich zu. Also es könnte wirklich schöner sein. Also wisst ihr, so oben in die Ecken so diese Seelaternen reinbasteln. Das wäre cool, aber die will ich mir halt nicht ercheaten, weißt du? Oder vielleicht doch? Okay, pass auf. Ihr werdet jetzt Zeuge etwas. Ich werde das jetzt einfach mal so machen. Weil ich in meinem ganzen Leben in Minecraft noch nie, verdammt nochmal, Pilzleuchten gesammelt habe. Und nicht weiß, wo die sind oder wo die herkommen. Pilzleuchten, mein Gott, was habe ich mal mit Pilzleuchten? Ich rede vom
Seelaternen, so. Geht doch. Siehst du, dann brauchst du nämlich auch die hier nicht. Ach, verdammt. Halt. Wir wollen ja nur für den einen Zweck. Tschüss. So, ich weiß, da werden jetzt wieder viele rumheulen wahrscheinlich, aber ich denke es mir, es ist einfach besser, wenn das so aussieht. Jetzt kann man natürlich auch noch eine Sache machen, pass auf. Jetzt braucht man natürlich auch die Lichter nicht mehr, die Fackeln. Jetzt kann man natürlich auch Folgendes machen. Wo habe ich denn jetzt... Ach, der Sand ist noch in der Kiste, ne? Easy. So, pass auf. Einmal hoch. So, und dann... Hallo? Jetzt. Machen wir den. Ich denke, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Okay, ich nehm's zurück. Es sieht scheiße aus. Verdammt. Naja, es geht, ne? Könnte schlimmer sein. Ja, wir lassen es einfach mal so stehen. Ich glaube, das geht fit. Naja, gut, Jungs. Ich würde sagen, wir sehen... Ja, Mann. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns dann zur nächsten Folge von Minecraft. Und ja, ich wünsche euch was. Haut rein. Bis zur nächsten Folge.